LexisNexis vergibt in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal das Codex-Stipendium Powered by LexisNexis. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der erfolgreichen Codex-Reihe wurde 2019 das Codex-Stipendium Powered by LexisNexis ins Leben gerufen. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten erhielten ihre Auszeichnung im letzten Jahr am traditionellen LexisNexis und JusAlumni Sommerfest im Schloss Schönbrunn. Ihren Erfolg konnten sie mit namhaften Vertreterinnen und Vertretern der Justizszene feiern. Um junge juristische Talente in Österreich weiterhin zu unterstützen, wurden auch heuer 6 Studierende der Rechtswissenschaften mit dem Codex-Stipendium für ihre ausgezeichneten Leistungen belohnt. LexisNexis Österreich-Geschäftsführerin Susanne Mortimer und die Herausgeber der Codex-Reihe Professor Werner Dorald und Dr. Veronika Dorald haben sich aufgrund der aktuellen Lage dazu entschieden, die Auszeichnungen virtuell zu übergeben und haben in einem Videocall gratuliert. Was werden Sie nach dem Studium machen wollen, wenn man jetzt schon danach fragt? Ich weiß es noch nicht genau. Ich würde im Moment, würde ich sagen, eine Tendenz in Richtung Steuerberatung oder dass ich... Das ist ja ganz schön, weil ich mag Steuerrecht. Das würde mich besonders freuen. Also ich freue mich jedenfalls, dass wir es hier unter den Preisträgern haben. Ja, ich freue mich auch. Ja. Alles Gute nochmals. Ich darf Ihnen vielleicht noch die Urkunde zeigen, die wir Ihnen zuschicken werden. Sie werden natürlich auch das Preisgeld von uns bekommen und haben heute tatsächlich wohl via Zoom, aber einmal als allererstes mit Herrn Professor Dorald sich kurz austauschen können, quasi unter, unter Fachleuten. Und wir möchten Sie aber auch gemeinsam zum LexisNexis Sommerfest 2021 einladen am 17. Juni. Sie stehen fix auf der Gästeliste. Und dann hoffe ich, dass wir alle in der Konstellation, so wie wir uns jetzt da einmal zumindest über Zoom kennengelernt haben, dass wir uns dann nochmal persönlich auch austauschen können. Die beide sind ja Kollegen quasi. Ja. Wobei ich nur Uni-Assistent bin. Also. Und an welchem Institut arbeiten Sie? Am Institut für Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre. Aha, toll. Genau. Ich bin da bei Professor Hauer. Ja, aha, ja. Mittlerweile 2 Jahre. Sagen Sie, Herr Kollege, darf ich fragen, warum sind Sie eigentlich, was hat Sie zum Jusstudium gebracht? Wissen Sie das noch? Warum haben Sie Jus studiert? Immer wieder daran zurückzuerinnern, ich habe eigentlich überhaupt keine Juristin in der Familie und es war für mich aber trotzdem irgendwie immer klar, dass ich irgendwie Rechtswissenschaften studieren will. Bin dann erst kurz vor der Inskription ein bisschen zum Zweifeln gekommen, warum ich mir eigentlich nie anderes überlegt habe, aber war dann echt schnell eigentlich glücklich damit, wie ich dann begonnen habe zu studieren. Ich freue mich, dass ich jetzt jemanden aus Innsbruck auch sehe. Genau. Ich war ja selbst 20 Jahre in Innsbruck Professor. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ja, sagen Sie. Studieren. So. Frau Kollegin, eine ganz private Frage. Wie oft waren Sie schon oben am HFLK? Da muss ich sagen, leider noch nie. Frau Kollegin in Innsbruck. Noch nie am HFLK. Bitte? Ich muss anmerken, ich bin ursprünglich aus dem Zillertal, also da war ich dann wirklich schon überall. Aber Sie wohnen ja jetzt in Innsbruck, nehme ich an. Nein, nicht mehr. Ich habe einmal eine WG gehabt in Innsbruck, aber ich bin dann wieder retourgezogen ins Unterland. Aha, okay. Dann kennen Sie die Lansalm auch nicht? Leider auch. Batscher Kofel? Den kenne ich. Frau Kollegin, darf ich Sie noch fragen? Okay. Wann haben Sie das erste Mal mit dem Codex zu tun gehabt? Wissen Sie das noch? Ja, das war schon vor meinem Studium. Da habe ich einmal teilgenommen an dem Programm Studieren probieren. Und da haben wir mal eine Testvorlesung, waren wir beiwohnen durften. Und da habe ich das erste Mal dann ein Exemplar des Codex in Händen gehalten. Ich bedanke mich bei Ihnen. Es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl, wenn man da mal auch außerhalb von der regulären Arbeit eine Auszeichnung für die Leistungen bekommt und vor allem jetzt zum Studienabschluss ist das nochmal ein richtiger Motivationsschub. Ja, willkommen in der Runde. Wir freuen uns sehr, dass das zumindest so zustande gekommen ist. Ja. Wir hätten uns natürlich sehr, sehr gerne mit Ihnen persönlich zur Übergabe getroffen.
sind aber froh, dass wir uns auf dem Weg trotzdem sehen und Ihnen quasi auch in der Form sehr, sehr herzlich gratulieren. Sie sind eine von 6 Gewinnerinnen des Codex-Stipendium 2020. Danke. Leistung, weil das Codex-Stipendium wird aufgrund von Leistung vergeben. Und Sie befinden sich in sehr hochkarätiger Gesellschaft mit dem Herrn Professor. Ja. Ja, bitte. Ja, ich bin ein bisschen nervös, also da hat man schon Respekt davor. Naja, ja. Ist es Ihnen denn gefallen, so eine tolle Leistung zu erbringen? Ich muss sagen, letztes Semester war wahrscheinlich sehr stressig. Ich habe viele ECTS gemacht und es ist dann aber trotzdem alles sehr gut gegangen mit Bachelorarbeit und dem gesamten Zivilrechtsblock. Man braucht halt Geduld, man muss ein gutes Sitzfleisch haben, glaube ich. Also man muss sich darauf einstellen, dass man eben viel lernen muss und ein Ehrgeiz schadet da dann halt auch nicht. Also ich gehe nie zu einer Prüfung, um eine 4 zu schreiben, um gerade durchzukommen, sondern eigentlich immer halt, ich möchte das Beste draus holen und lerne dementsprechend auch, ja. Können Sie sich noch erinnern, am Beginn des Studiums, wie Sie das erste Mal am Juridikum waren? Wie war das für Sie? Von der Schule weg ins Juridikum, wie war das damals? Natürlich ungewohnt. Ich bin ja aus Graz, also war allein Wien für mich schon eine Umstellung. Aha, genau. Und ja, die Uni ist ja dann doch auch anders als die Schule. Warum haben Sie nicht in Graz studiert? Warum studieren Sie nicht in Graz, in Wien? Wien ist ja eigentlich anspruchsvoller, heißt es immer. Naja, man möchte ja an einer anspruchsvollen Universität studieren. Ah, toll. Aber es hatte auch den Grund, dass ich auch Publizistik nebenbei... Aha, ja, das ist aber eine tolle Kombination. Ja, genau. Ja, also und wo ist Ihr Herz mehr, bei der Publizistik oder bei JUS? Zu Studienbeginn war es definitiv im Journalismus, aber im Laufe des Studiums ist es eher in JUS gewandert. Sagen Sie, eine persönliche Frage. Leben Sie auch immer schon in Innsbruck oder sind Sie von auswärts? Ja, ursprünglich bin ich eher vom Westen, also ungefähr eine Stunde von Innsbruck, also in der Nähe von Landeck. Aber wohne seitdem ich studiere in Innsbruck mittlerweile. Ja. Waren Sie schon am HFLK? Ja. Zu Fuß, meine ich. Also auf der Seegrube mit den Ski. Bitte? Auf der Seegrube mit den Ski zumindest. Ah, nein, Skifahren, aber zu Fuß hinauf sind sie noch nie gelaufen. Ja, das war der Plan für den Sommer. Nein, das ja. Also ich habe das gern gemacht, wiederholt. Und zwar nicht von der Seegrube, sondern vom Fluss weg, vom Inn weg, von der Holzbrücke. Also haben wir Aufgabe gekriegt für den Sommer. Was Sie mal werden wollen, wenn Sie fertig sind, wissen Sie schon? Ja, also ich würde gerne in die Anwaltei gehen. Also ich arbeite daneben bei einer Kanzlei und Richtung auf die. Und bleiben Sie dann in Innsbruck oder wollen Sie woanders hingehen? Ja, also mir gefällt es in Innsbruck schon sehr gut. Ah, sehr gut. Fein. Ich freue mich jedenfalls, wieder mit Innsbruck zu tun zu haben. War eine schöne Zeit für mich in Innsbruck. LexisNexis gratuliert allen 6 Stipendiaten und Stipendiatinnen herzlich zum Erhalt des Codex-Stipendiums und freut sich, Sie beim LexisNexis Sommerfest 2021 persönlich zu begrüßen.